So. Die Sets sind die Gold-Augmente auch die mit Abstand coolsten. Ich glaube, letztes Set, muss ich zugeben, waren die Gold-Augmente auch die stärksten Augmente. Also auch wegen den Hero-Augmenten, To Health hier und sowas. Ob es noch weit noch mehr die stark waren. Die Synergie, also. So. Und du musst mindestens drei Synergien aktiv haben, damit das Augment auf dich zugeschnitten ist, meine ich. Aber keine Ahnung, die ändern das häufiger mal und dann nicht ganz sicher, was dann am Ende noch stimmt von früher oder nicht. Wenn sie diese Regeln ändern, die sind auch eigentlich auf auch versteckte Regeln. Aus dem PB-Account, da musst du mit den Daten dann dich da einloggen. Chat. Immer noch sehr gut, jo. So, was können wir spielen, Chat? Rageblade? Rageblade into Kalista oder ich warte, Chain is Frost. Aber Frost ist time. Hab noch nicht mal Frost, das ist das Problem. Ist mein Level 8, ne? So. Können einen Bow reforgen. Scheiße. Scheiße. Ist er kein Juke? Schon mal Slam. So. Wie lohnt sich halt zu spielen, wenn du dich vorbereiten möchtest aufs nächste Set. Wo sind meine Units auf 2 eigentlich? Robicon Ding ist 2. Okay, wir brauchen immer noch Chain für Frost. Was spiele ich hier, Chat? Ich muss hier schon Giant Slayer bauen. Muss hier auch schon Cloak bauen eigentlich. Tank-Item, ne? Sparta wird einfach Chain dann erstmal für Frost. So, danke, Sacchettino. Danke für 44 Monate. So. Warte, war. Sonst bisher. Team Sackner. Den hier spielen. Silen. Silen ist Chrono und Reserver, ne?
Bono. Cross. Ne, der ist Portal. So. Das Portal Preserver Ding ist am brauchen. Können wir den benutzen? Ich möchte nur Dingens finden, einen Silan finden. Dieser Level ist in den Spot, weil ich Level 8 gehen möchte, aber Level 8 nicht erreichen werde. Level 8 komme ich auf jeden Fall nicht. So, Chain für mich, Morddog. Chain für mich. Let's go. Okay, dann könnte ich spielen jetzt Rumble. Rumble, dann kriege ich Zilean, habe ich 5 Frost. 5 Frost, 2 Vanguard. Und dann kann ich noch Rakan spielen, ne? Rage Blade Slam dann wahrscheinlich. Rage Blade Striker. So. So. Okay. Also erstmal okay, glaube ich. Ich kann Twitch noch rein tun, ne? Twitch für. Das ist fein. Dann, das Raka müssen wir erstmal verkaufen. Ich habe auch kein Gold mehr. Rice und dann noch Legendaries drumherum. Das Damage gemacht. Jetzt kann er um sie drumherum stehen, um Damage zu machen. Gilt dann Fiora. Alle Philamin muss ich mir für den PB einen neuen Account machen. Wenn du einen PB-Account bereits hast, nicht, aber wenn du keinen hast, dann ja. Da kannst du nicht deine normalen Live-Server-Daten nehmen. Log dich dann einfach in den Live-Server ein halt. For me, say yo. So, wie tue ich da denn rein? 7 Frost, Social Explode on Death. Way 1. Okay. Spiel ich den Scheiß jetzt, Chat? Muss Diana stacken noch, ne? Muss Diana stacken, ne? Muss, glaube ich, BT bauen. BT Crown Guard Diana geben. Braucht 9 Swain dann. Sieht irgendwie leicht int aus. In der nächsten Runde rolle ich da einfach. Ich so eine Rumble raus in die rein. Danke dir, Beta Packel. Danke auch für 7 Monate. Braucht man dicken Bizeps, ne? Dann Brückis. Brücki, kommt auch niemand ran. Ich habe ihn nach Tipps gefragt. Er meint zu mir, einfach Brücki sein. Dann liegen die Frauen einem zu Füße. Zu Füßen. Gibt's jemanden, der mit Blighted Shield gut ist, außer Karma Cassio? Das ist normalerweise Units, die Damage over time machen. Also Karma. Hast du selber schon genannt. Dann noch. Ne? Ich glaube, Nora macht auch Dingens, ne? So, aufhören. Scheiße.
Rum oder so. Die. Ist Chain auch hier? Crown Guard? Auch nicht. So. So, den brauche ich auch nicht. Chat. Oh, mit Twitch. Ich habe Olaf, ne? So, Twitch rein für wen, Chat? Twitch rein für. Ich habe für Zilean. Oh, Zilean kann man gar nicht spielen, ne? Level 9. Echt, die zwei Bastion kann ich rein. Und Taric brauchen wir. Taric, echt, wir brauchen Varus, Nasus auch. Oh. Varus, Nasus, Taric. So, hallo Philemon. Kommt bei mir letztens trotzdem 404 Seite nicht gefunden bei der PB-Anmeldung. Also, Blighting. Ich meine, Nora macht auch so Damage over time noch nicht. Die macht das so auf so Felder. Blue-Buff nehmen. Oh, wait. Garner brauchen wir auch, ne? Garner. So. Actually, Shen können wir spielen. Level 9 Shen und dann Varus für Rumble. Ja, und dann können wir Zilean für Warwick spielen. Actually fine. Nasus für Nico. Actually, das ist fine, ja. Ey. Und irgendwann Morgana rein noch. Reserva und sowas. Eine gute Einheit. So, ich könnte so Varus und dann Shen rein. Könnt ihr auch schon. Warte eine Runde. Dann nächste Runde. Rumble raus. Warwick raus, wahrscheinlich. Rumble Warwick raus. Shen Varus rein und dann Nasus noch für Nico. Gestarik kann dann auch raus. Und den Goldner. Das hätten, denke ich. So, wen gebe ich das? Das gebe ich Varus, richtig? Das gebe mir AD und AP her. Das Item Diana und dann drei Items. Varus also noch. Ich habe Mate für Tankiness und ich hab die Ostsoldaten für Tankiness, ne? Neffi, neue Season da? Ja, auf Testserver. So, das kann ich geben. Varus. Wo gehen wir auf Twitch? Du. Ich suche Nasus, ich brauche die nicht. So. Ja, ich hätte wahrscheinlich auch 9 gehen können. Du Sonnet. Das passiert auch häufig. Nicht genug Rollen. Weil je früher du rollst, desto länger hast du halt in der Stage was davon. Deswegen rollt man ja auch häufig 4-1, 3, ne? 4-1, 5-1 sowas direkt am Anfang der Stage.
Okay, ich muss Olaf 1 ein bisschen weiter rechts machen. Wo Tit steht für Armor Pen. Ich hätte ja auch, ich hätte Nasus hitten können. Hätte ich auch getauscht dann direkt. Nasus Walrus heim. Ich habe auch einen neuen Swain gesucht, damit ich die Items swappen kann. Von Swain auf Diana und sowas. Ja. Mein Level 10 wird auch schwierig. Ah, 10 Gold ist schon teuer, ja. Fuck, man, die können mich einfach snipen der Back und ich verliere trotzdem halt, ne? 10 Gold ist, glaube ich, zu viel. Raiden-Item ist 10 Gold, eine Drache ist 12 Gold. Ich guess, wenn ich hier Raiden-Item bekomme auf ihr, wäre stärker. Item Varus dann. Item Varus dann, Chat. So, Nasus rein. Aber ich suche gar keine Legendaries, ist das Ding. Ich suche gar keine Legendaries. Ist es ein CC? Gibt's Chat? Gibt's auch was mehr kostet als Sparte 15 Gold? Glaube nicht, ne. Echt, ich muss die an der Mitte tun, ne? Kann die besser so in die Mitte springen. Du springst immer erstmal hier vorne hin. Ja, zweite Reihe. Kann ich Morgana spielen? Morgana für Nasus? Was ist Morgana für Nasus? Dass ich Nasus 2 hab. Camille ist stark, ja. Camille 2, 3 Items, die ist eigentlich stark. Kopieren. Eine finden. Nasus, egal. Who cares? So, Hand of Justice. Dann kommt der Patch of Life. Nächste Woche Mittwoch. Sobald neues Set draußen ist, spiele ich eigentlich immer nur noch neues Set. Way is easy for me. Also ich lasse die Accounts immer decayen. Ja. Ja. Das einzige Mal, als ich den Account nicht decayen lassen habe, war da halt, als da noch Platz 1 war da so. Aber das lasse ich aber immer decayen. Das ist einfach zu viel Zeitaufwand, dann auch die K-Games zu machen. Das hat keine Relevanz mehr für die Turniere, ne? Deswegen Challenger Modes hör nicht. Also das Einzige, wofür ich es machen würde, wäre Challenger Border für die Season.
Aber ist auch komplett egal. Ist auch komplett egal. Mich vorhin auch schon besiegt, ne? The Two Healthy Blossoming Lotus. Oh. Habe ich Healing Medus? Oh, ich habe kein Healing Medus, glaube ich. Deswegen können wir den nicht killen. Echt, wir brauchen Arcana Emblem, glaube ich. Die Nein eigentlich. Eigentlich schon. Aber ich habe auch kein Healing Medus. Die Saison geht bis Dezember. Diese Saison hier, die geht bis November. Ja, bis November geht's wahrscheinlich und dann Mitte Dezember ist das Ding ist Turnier. Das große Open-Turnier. Ja. Ich stark vermuten. Aber die Zeitpläne genau aussehen, ich meine. Muss so Riot Games fragen, ne? So. Es gibt auch Attack Speed. Nicht so bad. Will mal Challenger versuchen. Bin aber ab September in LA. Ich glaube, da fehlt die Zeit. Da muss ich wahrscheinlich meinen US-Account transferieren. Geht das bei TFT auch? Das weiß ich nicht, muss ich zugeben. Aber ich meine, du hast auch damals LP, also den Rang teilweise mitgenommen. Sind jetzt Rerocoms weniger gut, weil man manchmal nur 4 Slots hat? Nee, Melvin. Also wenn du einen großen Roll dann hast, dann ich habe Diana halt früh bekommen, ne? Wenn du einen großen Roll dann hast, dann kaufst du einfach erste günstige Charm mit und dann rollst du einfach weiter.